Hallo, hier ist wieder Riodra in euren Bildschirm drin. So, heute zeige ich euch mal, wie man auf einer Gitarre, wie ihr seht, das ist jetzt eine 12-seitige, aber man kann das genauso gut auf einer normalen 6-seitigen spielen, von Psy den Gangnam Style spielt. Ja, dazu brauchen wir einen Kapo, also einen Seitenabklemmer, so ein Ding hier, und zwar im zweiten Bund. Das hört sich dann ungefähr so an. Und dann zeige ich euch jetzt mal Schritt für Schritt, wie es geht. Also am Ende hört sich es dann so an. So hört sich dann an, wenn es fertig ist. Fangen wir einfach an, Schritt für Schritt. Erstmal ein Power Chord. Im 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bund. Am besten mit so einem Rutscheffekt, dann kommt das cooler rüber. Also Power Chord ganz normal, Zeigefinger im 7. Bund und dann den Ring und kleinen Finger auf dem A und auf der A und D-Seite. Sorry, aber ich arbeite nicht so viel mit Buchstaben. Also E, A, D. Okay, also wir haben jetzt. Schlagen wir genau so an. Derselbe Power Chord, nur ein höher und zwei tiefer. Also. Einfach nur einmal runterschlagen und dann wieder zurück. Auch wieder mit diesem Slide-Effekt. Und dann. Geht das so weiter? Dass wir bei so einem, ich nenne den jetzt mal E, bei so einem E landen, natürlich zwei Bünde durch das Kapo höher, aber wir landen dann bei dem. Das heißt, okay, und dann einfach wieder von vorne. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Part. Der geht so. Ganz einfach. Wieder nur Power Chords. Dann kommt das Oppa Gundam Style. Und als nächstes kommt dieser Gesangspart. Ich kann jetzt kein Koreanisch, aber. Also, es ist dann einfach nur. Also, und dann kommt ein A. Also, das ist auf der D, G,
BG&H-Seite. Im zweiten Bund, also im vierten. Ja, also dann. Dann nur den Ringfinger einen Bund höher schieben. Also. Dann wieder zurück. Und dann ein E. Einfach nur. Dann ändert sich nur das Anschlagen. Der Ton bleibt gleich. Abdämpfen und danach geht es wieder von vorne los. Also. Okay, also nochmal den zweiten Part zusammen. Style. Und schon könnt ihr es. Also einfach nachmachen. Guckt euch das Video ruhig öfters an, wenn ihr nochmal genauer hinsehen wollt. Und ansonsten viel Spaß beim Spielen und selber zuhören und was auch immer. Und bitte liken und kommentieren und was auch immer. Und ihr findet meine Videos auf meinem Kanal. Also, man sieht sich.